Aal. Das sieht für mich aus wie eine neue South Park-Episode, ist aber Fall Play, ein neues Steam-Spiel. Du hast es gespielt, René, und sagst mir jetzt mal kurz, ob es wirklich faul ist oder ob es was taugt. Ah, vorweg ist es erstmal very British. Das ist ein Brawler, der sich erstmal darauf bezieht, dass ihr das Publikum erheitern sollt und euch deswegen mit diesen zwei Hauptdarstellern durch verschiedene Szenarien prügeln werdet und dabei durchaus amüsante Dialoge und Szenen erleben werdet. Hier haben wir zum Beispiel gerade den Kampf gegen eine gesamte Armee von Piraten. Die Steuerung dabei ist relativ eingängig und einfach und es geht hauptsächlich darum, wie gesagt, das Publikum zu erheitern und zwar indem ihr möglichst hohe Kombos erzielt. Dafür stehen euch dann verschiedene Moves zur Verfügung, die ihr gegen eure zahlreichen Gegner einsetzen dürft. Und ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass man das dann nicht nur alleine, sondern auch zu zweit spielen kann. Genau, da gibt es einen lokalen oder Online-Koop zu. Da spielt ihr dann den Nebendarsteller. Der hat nochmal sein eigenes Movement-Set, also der hat seine eigenen Angriffe und seine eigenen Kombos. Da seht ihr dann gerade, da kommen dann ganz nette Dialoge mal wieder zustande. Genauso wie die Szenerie, die sich halt durchweg bewegt, weil im Endeffekt spielt ihr im Theater vorm Publikum. Das heißt, ihr rennt nicht quer durch die Welt, deswegen unterhalten sie sich auch gerade darüber, warum sie nicht mehr abbiegen. Und ihr müsst geradeaus durch einen Irrgarten gehen. Und dabei springen dann natürlich aus der Szenerie diese schönen Nebendarsteller raus, die dann verprügelt werden dürfen. Und mal unabhängig von der Optik und von den Scherzen, ist es abwechslungsreich oder ist es dann auf Dauer dann doch ein bisschen öde, weil man halt nur die ganze Zeit irgendwelche ankommenden Gegner zusammenprügelt? Also abwechslungsreich ist es nicht unbedingt. Das Spiel lebt eher von seiner Szenerie und von dieser relativ originellen Idee. Und vor allem durch die Komik, die ganz gut übersetzt worden ist. Im Original kommt der britische Humor ein bisschen schöner rüber und der schwarze Humor, aber es sind viele kleine Anlehnungen an Filme, an Spiele und natürlich auch an diese typischen Geschichten, die es rund um die Theaterszenerie gibt. Apropos Theater, das Publikum bleibt nur so ein animierter Haufen oder passiert da auch mal irgendwie was da mit denen? Nein, zwischendurch, das werden wir auch gleich noch sehen, stellt das Publikum euch Aufgaben und ihr wollt natürlich weiterhin das Publikum so gut wie es geht unterhalten. Das heißt, ihr habt solche Sachen wie jetzt gerade hier zum Beispiel eine Kombo oder hier steht da dann unser kleiner, wie heißt er, Jimmy. Der vom Hauptdarsteller möchte, dass er doch so gut wie es geht die Nebendarsteller verprügelt. Und deswegen solltet ihr jetzt eine 50er-Kombo hinkriegen. Das versuchen wir da gerade auch mal. Und Jimmy ist dann nicht der Einzige, der euch zujubeln wird, sobald ihr euren Kombometer gesteigert habt. Und wir werden jetzt gleich mal sehen, die 50er-Kombo schaffen wir natürlich hier. Und dann werden die ganzen Hüte des Publikums einmal hochfliegen. Warten wir jetzt mal kurz drauf. Yippie, wir freuen uns. Und ich freue mich auch, weil das Spiel ist echt ganz nett. Kann man empfehlen, ne? Das kann man durchaus empfehlen. Ist vor allem im Koop wirklich eine spaßige Angelegenheit für zwischendurch auf jeden Fall geeignet. Und am Ende könnt ihr natürlich noch eine Zugabe für euer Publikum geben.